Hallo, willkommen zu einer neuen Live-Runde. Ich konnte gar nicht zeigen, was ein Deck ich nehme. Ich habe random auch, glaube ich, angeklickt. Ich habe einfach mal wieder Wano angemacht. Ich war jetzt überrascht, hier stand Debriefing dran. Oder war ich überrascht, dass es überhaupt losgeht, das Spiel. Aber okay, so. Also ich habe das in Ewigkeit nicht mehr gespielt, keine Ahnung. Und habe auch kein einziges Deck mehr gehabt, meine Liste. Die haben sie wohl alle gelöscht, das Spiel. Wahrscheinlich, weil es 1000 Patches gab. Und ich habe jetzt die siebte Panzerdimension bekommen. Also irgend so ein Standard-Deck. Weil die sind ja immer besonders gut, die Dinger. Autodeploy. Also so verzweifelt sind wir dann auch nicht. Was ist denn in dem Panzerdeck denn drin? DDR-Panzer, ja, sicher die Crème de la Crème. Also der einzige Panzer, der fährt, ist der da. Jesus, okay. 2100 Meter. Das war nicht so gut, wenn ich mich richtig erinnere. Was hat denn die DDR-Panzer im Angebot? Schilkas. Aber diesen 10 gegen 10 hat doch immer wieder jeder. Was ist das denn hier? Sind das diese neuen Fobs, von denen ich mal gehört habe? So, bei 10 gegen 10 hat doch jeder Radar an. Da muss ich ja Mikron wie so Weltmeister, ne? Das ist, glaube ich, alles Radar. Ich kann ja nicht mit Strela arbeiten. Kann ich mich bei irgendeiner zustellen? Dann fällt das nicht so auf, wenn ich Mist baue. Hier kann ich ja mit Infanterie durch, ne? DDR, die haben so viel Kanonenfutter. Da geht schon einer rein mit Infanterie. Ja, ich stelle mich einfach dazu, das merkt sich ja keiner. Genau, also einfach da reinpacken das Ganze. So, alles dazu. Ich stelle mich einfach da rein. Dann machen wir da auch, damit es einfacher ist, einfach hier nochmal ein bisschen von den Flugabwehr da rein. Und dann, was haben wir im Flug? Was ist das denn für eine Luftwaffe? Ein Napalmbomber für 265? Echt jetzt? Ein Rocket für 135? Na gut, das kenne ich gar nicht. Billigjäger, da mache ich einen Luftschirm. Ich supporte. Wie ist das mit Chuck? Kann ich einfach einen Chuck für das Team stellen, weil ich ja keine Ahnung habe? Ich glaube, die sind überall assigned, die Chucks, ne? Also bevor ich jetzt einen zu viel umsonst kaufe. Aber so einen Hubschrauber kann ich fürs Team sicher aufstellen. Da. Neue Symbole haben sie auch. Genau. Stellen wir die einfach mal dahin, die Hubschrauber. Kann ich fürs Team ein bisschen scouten. Kann ich mir die schon auf dem Shortkey legen? Das geht nicht, ne? Aber man konnte die ja steuern, ne? Was war das? M? Moment, da muss man, glaube ich. Einsatzbefehle, Karte, Genau. Kompass. Go, go. Kann losgehen. Oder ein Shift. U. Abgesessene Kampfweise. Wo ist denn die gegnerische Armee? Warte mal, da, da. Ich kenne die Map natürlich auch nicht. Also in Fedor trifft man sich, ne? Da wäre das ja dumm, wenn ich da aussteige. Ich kann die immer noch nicht adden. Okay. Betankt und aufmunitioniert. So, also wie gesagt, in Fedor trifft man sich. Dann rolle ich da volle Möhre rein in Fedor. Rechter Halt, Front! Was hast du gesagt? Nächster Halt Bonn. So. Truppenführer auf Empfang! Eine Gruppe bilden und wenn was fliegt, fliege ich rein. Der eine Typ hat ein echtes Problem, ne? Mit Namengebung und Texten und alles. Man kann man, glaube ich, nicht muten. So. Erwarte Anweisung. Ich komme. Schon raus. Brauchen was Verstanden, länger. Staffelführer. Da gibt's doch Action. Da ein Bereit Fighting zur Falcon. Das ist genau den Rückrunde. Dogfight, den ich brauche. Am besten Ram. Da kommt der 15. Feindkontakt. Waffen scharf. Bestätige Zerstörung feindlicher Bam. Einheit. Da ist gerade ein Luftfight oder so. Waldwiesel. Wie ist denn die IVEC? V, okay. Ja, immerhin, also einen habe ich abgeknallt. Ich habe, glaube ich, noch eine Truppenführer Rakete auf ausgeschleust Empfang. gerade. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein Treffer war. Aber eine F-15 habe ich abgeknallt und keinen verloren. Also, ich kenne mich jetzt nicht mehr so aus, aber das war, glaube ich, so eine. Ich scheine ja alle die gleiche zu benutzen und die kostet fast 300 Punkte. Kinders! Also, war schon mal ein epischer Sieg fürs Team, würde ich sagen. So, ich rolle jetzt weiter da rein. Natürlich keine Übersicht, wie ich die jetzt hier aufteilen soll. Bisschen gucken fürs Team weiter. Bisschen riskant, aber. Der wird doch ganz gut, der Dogfight. Ich war zufrieden damit. Sollen wir wen mitnehmen? Ein Flakpanzer, ne? Das eine Ding. Abgesessene Kampfweise. Fahrgelegenheit gefällig. So.
Kuva Angriffsbewegung. Okay, das sind dann die Strelas. Na gut, die können dann hier in die Häuser reingehen. Abgesessene Kampfweise. Neue Befehle, Genosse Unterfeldwebel. Genosse Unterfeldwebel. Also Unterfeldwebel kann ich noch aus meiner Bundeswehrzeit, aber Genosse Unterfeldwebel haben wir natürlich nicht gesagt. Kannst du schießen? MG-Zeugs, okay. Ja, lass mal da drüber fliegen, ob wir da was aufdecken können an den Seiten. So, die Flammenwerfer gehen da rein. Die Motorschützen mit MG laufen hinterher. Und die BMPs machen dann Feuersupport. Headquarter erobert. Headquarter hingestellt. Gegen Raketen. Kreis einfach mal da hinten, dann bin ich schon mal im Luftraum, wenn die gleich wiederkommen, die F-15. Ich habe 400 Punkte über, aber ich weiß gar nicht, was ich holen soll. Lieber Fäuste. Kann ich nicht anfliegen, flieg mal weg. Ich will die mal strafen, die Fliegerfaust. Tot. Du hast eine MG, oder? Ich habe gar nicht darauf geachtet, ob die eine MG haben. So, das war eine Fliegerfaust. Da ist ein Raketenwerfer drin, nice. Flammenwerfer gibt es nur einen. Wenn wir ins Haus. Raketen. Das werden die wahrscheinlich nicht so gut abkönnen, die Fahrzeuge. Sadi! Flammenstoß. Wir wollen ins Haus. Kann er sich selbst jetzt abfackeln mit denen, wenn er hinterherläuft? Okay, guck mal, Nachschub fürs Team hier vorne. Also, das brauchen wir ja wahrscheinlich immer. Kann ich ihm dann ja auch den Kleinen erstmal rüber. Da kommen wieder Flugzeuge. Das sieht aus, als ob das Bomber wären. Strela-Spam nach vorne. Wild Weasel. Das war ein Seed-Spam. Okay. Flammenwerfer. Rakete. Die gute Strela. Trefft sich ja wie nix. Die Strela da hinten hat es gemacht, nur meine Strela glaube ich nicht. So, wir können wieder reinfliegen. Da hinten ja gerade raus, hier kommen jetzt hier gleich wieder der Seed Spam, ne? Ein paar Helikopter ist glaube ich so ein ADGM. Okay, lass mal die erstmal hier vorne hin. Ich bräuchte mal so ein. Ne, nicht einsteigen. Ich bräuchte mal so einen Flammenwerf, so einen Typ, genau so ein. Dann kann ich da auch mal Raketen rausschießen. Ah, den Motorschützen, genau. Ein paar billige Infanteristen nach vorne. Und ein Reconnaissance, der im Boden rausguckt. Artillerie. Kommt da hinten aus der Base. Kann ich, glaube ich, nicht viel machen. Rottenführer auf Empfang. Komme. Da sind die Wiesel schon gerade. Gut, eigentlich kratzen die ja keinen, also. Ich habe ja kein Radar. Ist mir ja wurscht. Hätte sich auch keinen kaufen unter den Bedingungen. Was ist das da? So ein Billigpanzer? Ich weiß nicht, was für Kanonen die haben. Also ich bräuchte halt hier vorne gleich den Raketenwerfer. Ich schick mal die Motorschützen darunter. Go, go. Jetzt aber mal schnell. Ist nicht schnell genug, oder? Eine Rakete kommt raus. Zweite kommt raus. Und daneben. So, ich wollte eigentlich den Feuersupport mitschicken, genau. Ich weiß leider jetzt nicht auswendig, ob die den Firefight gegen sowas gewinnen. Ja, dort, Feind dort. Lehrer. Auf Empfang. Auftreten, Feind. Hier gleich die Flugzeuge wieder. Hauptfeldwebel ist ein verdammter Schleifer. Links, zwei, drei. Das ist doch ein Konkurs.
Also wenn der seine 5 Raketen benutzen würde, wäre das, glaube ich, sehr hilfreich. Was denn die Smoke-Taste? Wieso die Smoke-Taste da? Was war denn die Smoke-Taste? Jetzt kann ich mal drauf gucken. B. Smoke, okay. So, der Sniper ist auf jeden Fall weg. Jetzt kommen wir da in den Wald rein. Bombe geschmissen, okay, man ist tot. Ah, der Nachschub ist da, sehr schön. Dann teilen wir den mal in die Truppe. Das ist für meinen Mitspieler der Nachschub. Ja, der Konkurs, der wäre gut, wenn er Sachen abschießt. Also offensichtlich war da nicht so viel im Wald. Das heißt, da können wir jetzt einfach reingehen. Dann kaufe ich mal ein Komment fürs Team. Ach, ich habe gar keine Komments im Deck. Doch, da ein Infanterist-Komment. Okay. Gucken wir, ob wir den da reinrollen können. Was ist das für ein Funkgerät? Hat bestimmt irgendeine Bedeutung. Der Strehler sollte, glaube ich, nicht mit dem Jäger fighten. Aber ich hatte doch eben 2 Flammenwerfer hier. Jemand die Flammenwerfer gesehen? Tot? Tot. Da ist einer. Ah, da war sogar noch einer. Genau, aber der geht jetzt eh gerade auf den Rückzug. Also. Sehr schön. Comment ist unterwegs. Was bist du? Ach, der MG-Spammer war das, ne? Kann man den verkaufen eigentlich? So ist eigentlich nichts über. Dann fahren wir den mit da rein. Ich habe 700 Punkte über. Also was ich machen könnte wäre, also erstmal hier so ein Rocket-Ding hier holen. Und dann so ein. Dann kann ich hier ein bisschen snipen. Und dann hole ich doch Radarflugabwehr, muss die dann Mikron. Genau, dann muss ich die Mikron. Hoffentlich denke ich da dran. Ich glaube, die H-Taste macht die anderen aus. Da vorne ist so ein Scout. Da ist schon einer. UHD. Auf Empfang. Fliege zum Planquadrat. Planquadrat wird angegriffen. Da kommt ein Warship. Ist hart, meint er. Und ist tot. War nicht so hart. Okay. Alles auspacken. Die Munden weiter nach vorne stellen. Dann kommen wir sehen hier. Spezialaufklärer. Genau, einfach mal hier gucken. Dass wir mal da rausgucken. Ich glaube nicht, dass da noch was drin ist, aber hey. Bin ich sicher. So ein Mortar wäre hier wahrscheinlich auch nicht schlecht gewesen. So, der Flammenwerfer, den brauche ich jetzt gar nicht mehr, ne? Geht trotzdem mal klären. Der sollte sich den da drüben immer noch schnappen. Du hast Mund, ne? Das gibt's da, glaube ich, so ein Symbol für. Okay, mein Hubschrauber kommt. Ich habe ja jetzt am Boden eigentlich nichts abbekommen. Von daher glaube ich, dass das durchgeht mit dem Hubschrauber. So, da sind jetzt die Kups. Die legen wir jetzt auf die Taste 5. Und mit der H-Taste machen wir sie aus. War das aus? Dann bleibt er auch direkt stehen. Warte. War trotzdem an die Front. Da sind die ganzen Hubschrauber. Yes! Das war ein Hubschrauber. Also der rechts hat auf jeden Fall eine Menge Hubschrauber, die kann man sich ja dann mit den Strelas sicher holen. Dann schicke ich da noch eine zweite hin. Betankt und aufmunitioniert. Move und Unload. Ach, man muss die ja, glaube ich, nur jetzt berühren. Und dann brauchen wir keinen Sektor mehr im Sektor drin haben, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. So, wir kreisen hier mal. Da ist der AT. Bist du ein Fahrzeug? Kann man das mit einer Rakete abknallen? Ist doch auch ein Fahrzeug irgendwie so halt, ne? Da ist mal ein Konkurs endlich. Das ist ja für Infanterie wegzupusten, wenn die auftaucht. Ich glaube, ich flieg mal da runter. Gucken wir mal wegen der Infanterie. Marder. Lass mal die Hubschrauber dahin. Machen wir jetzt mal eine Hubschrauber-Attacke. Aber Hubschrauber, die sind jetzt alle tot hier rechts, oder? Sieht so aus, ob er den erwischt hätte. Gut, der hat keine Rakete abgefeuert, der war es vielleicht nicht. So, da sind die Fliegerfäuste. Da ist eine echte Flugabwehr drin. Da. Mal pingen. Ich habe jetzt natürlich keine Artillerie. Habe ich den angeklickt? Lande von automatisch. Schade, der schießt leider woanders hin. Okay, dann holen wir jetzt eine Artillerie. Bei wem kann man denn mal fies saugen gehen? Da. Da ist was im Busch. Da rechts.
Aber das kann man normal mit dem Hubschrauber gut clearen. Und der ist ja jetzt nicht angegriffen worden, oder? Dann geht der jetzt mal hier clearen da rechts, diese Fire Teams. Dann gehe ich da auch nochmal Infanterie und so holen. Sektor ist aufgeteilt. Da, Flammenwerfer. Naja, wenn die gleich nochmal kommen, ich habe hier unten die Flugabwehr stehen. Ich mache die jetzt mal hier vorne hin. So, genau, er hat jetzt seine Infanterie gesichtet. Der Wald wird jetzt geklärt. Also wenn die gleich kommen, die Flieger, dann muss ich nur die Taste 5 drücken und H. Und dann schießen sie. Ja, knall doch einfach ab, dann geht's besser. Geht doch, dachte doch, wäre sehr einfach. Bist du eigentlich gelandet? Mal da vorne hinfliegen und landen für die Reparatur. Da ist noch ein Konkurs. Dann können wir hier vorne die Sachen snipen lassen. So, dann gucken wir, ob da noch was im Busch ist. Aber die Infanterie klärt das gleich auch nochmal. Hoffe ich. Es kommt kein Flugzeug mehr, ne? Das stört mich ein bisschen. Bradleys, also Raketenwerfer. Mal ranholen. Hat aber auch schon hier Konkurs, er war schneller als ich. Pivot. Bereit zum Luftsturm. Truppen, Luftabwehr, rückt aus. Flieg nach rechts, nach rechts. Okay, dann können wir die da ausmachen, die 5. Sieht. Drehe, drehe, drehe. Also meine war aus. Okay. Also die, die das gerade geschossen hat, die Seed-Rakete gegen meinen Mitspieler. So sieht er aus, okay. Ja, hier vorne ist was im Busch. Da müssen wir vielleicht auch noch mal ein paar Infanteristen reinpacken. Ich habe alles Geld ausgegeben. Ich habe doch eben Artillerie geholt, ne? Genau, da unten. So, jetzt habe ich vergessen, wo die Flugabwehr war. Ich habe leider vergessen, wo die Flugabwehr war. Dann halten wir einfach in den Wald rein, haben Spaß. Habe ich umsonst geholt, leider. Hier rechts war eben eine Pivot reingefahren, ne? Da wäre jetzt wahrscheinlich so ein Sieg gar nicht so schlecht. Aber ich habe ja gleich Infanterie da drin. Scouten. Der ist nachgeladen. An die Front zum weiter nachladen. Die Concours, genau. Die sollte ja eigentlich hier, jetzt macht sie es auch, Raketen abfeuern. Der AT-Helikopter. Mal gerade mithelfen, weil die Dinger da sind. Warte mal, hier kreisen. Ich glaube, da kommt gleich Besuch. Flammenwerfer gleich da rein. Genau, die Pioniere, die laufen jetzt hier einmal durch. Hier fehlt also ein bisschen Infanterie. Ne? Jetzt kann ich da nicht mehr reingehen da vorne. Hier würde die sofort vernichten. Würde nicht funktionieren, glaube ich. Danke von links oder mein Helikopter. Wo ist denn mein zweiter Helikopter? Sieht den jemand? Da. Genau, da war die Adlerin, die wir früher wieder besucht haben. Sind noch Raketen drin? Ja, ein Logo, 3 Stück. Dann können wir die Milans vielleicht abknallen. Kanonen, die kleine MGs. Überall Bradleys. Ja, vielleicht ist der richtige Zeitpunkt, hier mal eine Panzerarmee reinzuholen. Wie ging das? Spam und dann Go-Go, ne? Die kommen von allen Seiten, habe ich jetzt gerade den Eindruck. Und da vorne werden sie jetzt aufgemischt, ne? Kurs
müssen da raus. Aber in die Wiese. Und Treffer. Da ist jemand. Ein Feuerteam ist da unten. Okay. Ich müsste die Helikopter eigentlich Mike holen, ne? Aber Feuerteam ist ja jetzt tot. Lass mal kurz da hochfliegen und dann landen wir da unten. Dann weiß ich, ob da ein Gegner war. Ich glaube, die greifen hier an, ne? Mir fehlt da normale Infanterie, wenn ich das richtig sehe. Da sind die Feuerteams. Mit MG. Helikopter laden, na. Aito. Da fahre ich ja gleich mit den Panzern rein, ne, da oben. Strike Eagle. Schon wieder aus, kannst du vergessen. Der schießt wieder nicht auf mich, sondern auf den Mitspieler. Jetzt kann ich wieder anmachen. Jetzt gibt es nochmal den Rücken eine. So, der ist weg. Aber da kommen einfach zu viele Leute rein, hier überall, ne? Und ich kann mich hier nicht um alles kümmern. Also vor allem, weil ich das Mikro ja nicht habe dafür. Also wir nutzen wieder den Flammenwerfer nicht, ne? Da muss man wieder zu Fuß rangehen, oder wie ist das? Die drei Jäger sind gut, die leben noch. Ja, das schaffen die hier vorne, glaube ich, nicht. Auch keine Munition mehr und alles. Das ist einfach zu viel, vermute ich. Guck, können, glaube ich, keine. Aber abknallen. Doch, können die. Aber keine Munition mehr, ne? Ich schieße noch die A-Räder rein. Okay. Ja, ja, also hier fehlt doch ein bisschen Support wahrscheinlich. Und jetzt schießt die Adler rein, die kommen von allen Seiten, von oben und von unten. Das ist ein bisschen wenig. Wie sieht denn die Flanken aus? Wie sieht es denn mit den Punkten aus? Wo sieht man denn das Punkteergebnis? Wir sind am Führen, ne? 1000 zu 100 oder so. Aber diesen Sektor wahrscheinlich zur Hälfte hatten, wenn das der mittlere war. Aber ich krieg jetzt gerade meine Armee aufgeraucht. Jetzt kommt die Panzerarmee rein. Mal gucken, ob du hier von hinten mit Hubschraubern snipen kannst. Und die Panzer rollen jetzt einfach hier vorne rein und helfen ein bisschen. Aber eine Art, ich schieße noch die Panzer da hinten. Und dann einfach da hinten nochmal rein. Flammenpanzer. Ich schieße meine Hubschrauber mit dazu. Super werden immer nicht mal genug angeholt, der Gegner. Ein Klassiker, wenn ihr mich fragt. Jetzt kommen sie aber auch von rechts, leider. Geh mal schnell in den Busch, da kommt ein Bradley mit der, der hat so eine Autokanone. Okay, also den Angriff haben wir abgewehrt. Zeit, eine neue Panzerarmee zu holen, oder? Mal so einen Billigpanzer-Spam. Und dann könnt ihr ja gleich ihre Superraketen da rechts auspacken. Irgendwas haben. Treibstoff mit. Ja, ich glaube, hier wäre es mal Zeit für die Truppe nachzuladen. Die Hubschrauber auf die rechte Seite bringen und dann wieder nachladen. Die Panzer mal ein Stück nach vorne rollen. Gut. Nee. Das ist ja ein T-80 UK, ne? Und gucken wir den Supporten hier. Die Hubschrauber haben ja gerade alles geklärt. Da ist eine Flugabwehr. Ich sage ja, das ist ein bisschen zu viel. Das Problem war auch früher immer das gleiche. Wenn man halt, ne, links, rechts macht, dann sieht man halt einfach nicht, welche Einheiten da auch waren. Man darf eigentlich immer nur eine Seite machen. Die haben, glaube ich, Raketenwerfer drin. Ja, und jetzt spammen die hier die Mitte. Also sind quasi drei Frontabschnitte für mich.
Und ich bin natürlich wie immer völlig überfordert mit sowas. Also hier wäre, glaube ich, ein Rückzug angesagt, bis mal Mitspieler kommen. Ich krieg halt einfach sonst nichts mit von der Geschichte. Einen Hubschrauber habe ich schon verloren, leider. Das ist eine Panzerarmee. Die ist zu stark für uns, denke ich. Der Smokebike. Ja, da ist Smoken und raus da. Jetzt kommen die T-80 rein. Jetzt, wo ich fertig bin mit dem Kampf. Okay. Der wollte einfach nur mal gucken, dass ich hier, ne, alles aufdecke wahrscheinlich. Naja, aber das ist eigentlich Käse. Also ich muss das aufhören hier, glaube ich, mit allen Seiten gleichzeitig. Das zu machen. Die sind ja schon ganz durch bei uns. Die sind ja schon komplett durch da links. Da kommt mein Panzerspam gleich. Einer ist raus, wahrscheinlich bei uns im Team, oder? Nicht, dass ich jetzt Einheiten bekommen habe. Das konnte ich dann gar nicht mehr steuern. Für mich schon ein Frontabschnitt zu wenig. Und nicht abdrehen. Luftraum zu heiß. Ich bin raus. Naja, Flugabwehr mit Röhrengeschützen. Jetzt habe ich meinen ersten Jäger leider verloren. Da kommen wieder Marder-Milans. Also ich glaube, mit meinem Panzerspam könnte ich gut klarkommen hier. Also ich lasse das jetzt rechts, ich gebe das einfach auf und mache jetzt hier links das, weil da sind genug Ziele. Und dann versuche ich die da auszulöschen. Sektor ist auch schon halb neutralisiert, das heißt, sie hatten da links ein Komment drin. Plus 2. Dann gewinnen sie in 29 Minuten. So, hier wieder Punkte über, oder? Nice. Ich habe ja ein Panzerdeck, ne? Also ich würde jetzt einfach mal bei Panzern bleiben. Und versuche jetzt hier links die Armee auszulöschen. Also du versorgst die Truppe da vorne. Du versorgst die hier. Ja, da kann man nicht durchschießen, ne? Und da unten kann ich Raketen ballern. Okay, dann lass das von hier machen. Lass mal eine Panzertruppe. Dann können wir wieder anfangen. Also die haben halt mehr Siegflugzeuge, mehr Bomber, mehr Jäger, mehr Artillerie und mehr Bodentruppen. Also mein Verdacht ist, dass das nicht ein Spieler, nicht zwei, nicht drei, vielleicht sogar sind es vier Spieler. Ist nur so mein Verdacht, ja. Wo willst du den Nachschub? Den würde ich gerne abknallen. Ah nein, okay. Meine Flugzeuge sind in der Reparatur. Ja, wir haben jetzt hier, ne? Jetzt kommt der nächste dabei. Ja, genau. Da sind alle möglichen Namen vertreten. Also im Moment zähle ich 5 Namen, ne? Oder? Haben wir keine Flugabwehr mehr. Was sind denn die Flanken? Können wir da zumindest vorrücken? Man muss halt aufpassen, wenn das so viele sind, dann sollte man eher vorsichtiger spielen, die kommen lassen. Aber ich bringe jetzt mal. Ja, ich habe jetzt meine Panzerarmee da, aber da ist jetzt hier alles Mögliche drin. Ich glaube, ich kann da jetzt erstmal nichts machen. Alter, schießen halt jetzt mehr Raketenwerfer. Der Himmel ist voller Flugzeuge und alles. Das ist halt 10 gegen 10, wie es lebt und lebt. Ne? Da könnt ihr auch gerne mal einer gegen 5 spielen. Das passiert dann einfach da mal. Das ist, warum das auch ein sehr dummer Game-Modus ist für gewöhnlich. Ja, wir bräuchten eigentlich Luftabwehr hier. Aber da muss die wieder jemand Micro, ne? Ich weiß nicht, ob ich dazu fähig bin. Ich versuch's nochmal. Was machen denn die guten Mitspieler? Oh, das ist eine Cobra. Da sind die guten Panzer. Also wenn die jetzt gleich wieder so ein bisschen einsatzbereit sind, die wurden ja gerade von unendlich vielen Raketen beschossen, dann würde ich die mit den guten Panzern gerne nach vorne schicken. Aber es ist wahrscheinlich viel zu viel, um das anzugreifen. Ich bräuchte die halt als Mitspiel, ne, damit das so funktioniert.
kommen gleich. Stehe unter starkem Abwehrfeuer. Puma, Ende. Jojo. Puma! Luca, wer fährt ja rein? Okay, jetzt hinterher. Die hat sich verfahren, würde ich sagen. Fahr mal darüber. So, Panzergrenadier. Kann sich, glaube ich, verabschieden. Das ist halt jetzt die Frage, ne? Ist da jetzt noch ein Gegner? Gucken wir uns das mal an. Wir haben noch ein paar Raketen zur Verfügung. Kaputten Panzer auch, alles an die Front. Das ist ein Supply-Hubschrauber, ne? Hier. Was wird das sein? Noch ein Gepard. Das ist ja eine witzige Welt hier. Also wir können hier vielleicht Hubschrauber wieder einsetzen, wenn die Geparden alle im Boot fahren. Dann holen wir schon mal ein. Na, lass mal den abknallen, der hat eine Rakete. So, ich würde sagen, dass wir überfahren da links. Aber wird's reichen? Es kommt halt wieder alles rein wahrscheinlich, ne? Also die ganzen Maltee-Dinger. Das ist das Comment. Lieder nennt sich das, okay. Ist ein toller Lieder, ist auf der Flucht ein Lieder. Ja, also so viel zur Defense hier. Oh, ich hab dich verklebt, ich wollte gar nicht so tief fliegen. Ich würde ganz gerne den Lieder abknallen, dass die Panzer dabei drauf gehen. Okay, die gehen auch dabei drauf, okay. Also mal geladen. Und noch ein Gepard. Ist, glaube ich, zu viel. Also, ne, wenn ich jetzt die einfach nur opfere, da habe ich nichts von. Bisschen smoken und dann fahren wir jetzt mit der Gruppe raus und dann mache ich nachher nochmal weiter. So, die Krupp stehen da hinten und schießen. Nice. Auch denen nochmal einen extra Nachschub geben. Ob ich die jemals Micron kann, bezweifle ich. Klick's nochmal an. Ich mache die jetzt nur noch aus bei Bedarf. Da hinten war auf jeden Fall noch Flugabwehr, also da kann ich jetzt nicht viel machen. Ja, ja. 2A3. Das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen viel. Was hast du denn für Raketen? 19. Da macht er einen Schaden an dem, ne? Das würde nicht reichen. Ist einfach alles zu viel. Gegner plus 2. Gewinnen in 23 Minuten. Es geht noch 23 Minuten! Boah, das geht doch nicht. Alter, das ertrage ich nicht mit 23 Minuten, das Spiel. Was läuft denn da auf der anderen Fronten? Spam. Ja, ich habe die Panzer ja schon zurückgezogen. Ja, jetzt werde ich von der Adri ausgelöscht und der Gegner, der Mitspieler, nicht der Gegner, hat Polizei geholt, okay. Naja, also ich glaube, dass das eine Herausforderung hier ist, das Spiel. Cluster-Bomber links. Also das Ziel wäre, den Sektor nur noch zu halten und dann verlieren wir das Spiel. Hab da keine Lösung jetzt. Der braucht eine Reparatur. Kann man die im FOB reparieren eigentlich? Genau, also zum FOB fliegt und dann wieder zurück. Ging doch früher, weil zumindest bei Wargame ging das immer. Ja, also Hubschrauber, dann holen wir zumindest mal die Schilkas. Dann können wir die reihenweise runterholen. Aber im Moment sieht das so aus, dass sie uns überlaufen würde. Ich sehe auch nicht, was ich dagegen machen soll. Also man zum Beispiel, man sieht ja, es regnet Raketen, ne? Also ich wüsste das nicht, was wir da anstellen sollten. Ich kann noch eine Panzerarmee holen, aber der schießt ja da immer sofort drauf. Also ich versuche das jetzt hier krampfhaft zu halten. Das heißt aber reinstellen und von der Artillerie beschießen lassen, vermute ich. Ja, alle Panzer tot. Kurs reparieren. Ja, rechts haben sie auch Artillerie. Man muss halt einfach sagen, ne, 10 gegen 10 ist nicht nur dumm, weil ihr halt einfach ne, 5 auf einen knüppeln können zur Not, sondern auch
Dings ist. Spezialisten gibt, die alle Artillery spielen. Traumhaft, die Flugabwehr. Und dann umstationieren nach so einem Schuss. Und schießt die Artillery da drauf. Ich glaube, die Seeds sind fast alle tot. Da ist noch einer. Hey, hey. Ich krieg halt immer einen Krampf, wenn ich sowas sehe. Ne? Das sind unendlich viele Einheiten, aber die bringen nur dann was, wenn sie das erfolgreich angreifen. Ja? Also er muss auf jeden Fall Gas geben, die scheinen sich auch langsam zu bewegen. Noch 4x500 Punkte. Ja, da kann ja leider nichts machen. Da wird unsere Base gefeuert. Also das ist normalerweise so, wie das Spiel funktioniert. Wenn der Gegner Artillery kauft, ja, jetzt schießt er da, wo früher die Luftabwehr war. Wenn der Gegner Artillery kauft, dann könnt ihr gerade über ihn drüber fahren, weil er ja keine Truppen am Boden hat. Ne? Wenn der Gegner aber überall Artillery kauft, überall Luftwaffe kauft, dann mit zwei, drei Spielern sich im Boden hinsetzt und die Flanken halt im Schneckentempo vorrücken, dann kann die Artillery ballern, 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 ballern. Ne? So wäre das immer gewesen. Aber hier links, da sieht es so aus, ob die so langsam in den Sektor wollen. Das sollte man dann wahrscheinlich unterstützen. Also ich kümmere mich hier auf jeden Fall jetzt erstmal um die Verteidigung, dass sie hier nicht reingehen. Sie haben ja auch nichts zum Pushen. Also den Hubschrauber kann ich jeden Moment da reinschicken. Die Panzer, die ich irgendwann bestellt habe, Michelka, genau. Die fahren wir dann auch dahin. Und dann versuche ich das zumindest zu halten. Setze noch ein paar Infanteristen rein. Mit MGs, keine Ahnung. Können wir nicht aus, was sie können. Ich glaube, die wissen, wo das Komment ist, aber in dem Falle auch wichtig, oder? Ja, wenn das, glaube ich, weg ist und die haben den Sektor als einziger, erobern die den. Ja, links ist ein Großangriff. Ja, ich hole jetzt ein Komment für hier. Habe ich Komment Panzer? Ja. Geht ja um Siegpunkte. Jetzt haben die plus 4. Das möchte man natürlich nicht. Ne? Panzergrenadiere kommen jetzt da rein. Milan. Das ist ein Marder, ne? Genau, da möchte man jetzt nicht unbedingt mit denen in den Nahkampf gehen. Aber die Panzer können die ja wohl schon. Da geht man davon aus. Nur wenn die Grenadiere rauskommen, wird es problematisch. Der hat er durchgesehen durch die Gruppen. Okay. Ja, die Grenadiere sind ein Problem. Alle mal raus da. Bis die Infanterie da ist. Und Force hat er nicht Green Force. Guckt mal ein bisschen verteilen vielleicht. Hubschrauber gegen die Grenadiere. Das Deko. Steht das in Sicherheit bringen? Schieß mal. Es wird schwierig da reinzukommen. Man braucht mal normale Infanterie für sowas. Das war kein Freund, ne? Ich versuche es auf jeden Fall. Die ist sichtbar. Wir haben keinen Scout hier vorne, oder? Das wäre natürlich hier auch nicht unbedingt schlecht, wenn man sowas hätte. Ein Geld mal zur Abwechslung. Na gut, also da möchte ich jetzt nicht stehen, wenn da keiner guckt. Also die Infanterie muss das aufdecken, damit die Backline und das da schießen kann. Aber die ist auf dem Weg, die Schützen. Der Panzer. Den parke ich jetzt erstmal hier vorne, bis das geklärt ist. Obwohl das ja rechts ja sicher ist. Ne? Wir sehen das ja, wir haben ja ein Zeitproblem. Und da fahre ich jetzt einfach mal da rechts rein. So, die fahren bis hier vorne. Dann laden wir die aus und dann gehen die in den Nahkampf. Es gibt nur zwei Arten von Menschen. Der hat seinen Leader nach vorne gebracht. Ich vermute mal, dass er einen zweiten hat davon.
Was wird er nicht nach vorne bringen? Wäre jetzt mein starker Verdacht. Auf Empfang, Posadka. Verstanden. Bin auf neuem Kurs. Da ist eine Piwat da rechts. Warten auf Feuerkoordinaten. Mit Shift. Ich will erst noch da drauf schießen. Also ich kann den Hubschrauber da rechts nicht einsetzen. Okay, so. Schützen, let's go. Panzerfahren mit. Schläger auch. Die Kups auch ein bisschen näher ran. Konkursrakete kann man sich auch mal gebrauchen. Geht das eigentlich hoch oder runter? Hoch, ne? So, jetzt haben wir das Ding. Achtung! General bei der Arbeit. Da ist ein Spätznatz, very nice. Gegen Faschismus und Militarismus. Da fliegen wieder die Raketen. Fahr mal nicht vor, dass man die Infanterie das erstmal machen hier. Genau, die zwei Mann. Aber nicht mehr hier, ne? Da kommt die nächste Gruppe. Griff. Da kommen die neue Gruppe. Auf die Straße stellen mit den Leuten, dass sie da zumindest mal drauf schießen können in Zukunft. Da ist er. Joho! Ein 1A5. Oh joho. Er hat ihn gestunt, aber kaum irgendwas gemacht. Ja, Zeit den Panzer nach links zu setzen. Alles da rein. Den Hubschrauber hier vorne nur schießen lassen. Das ist eine Fliegerfaust. Egal, er musste rein. Vielleicht ist die ja leer, die Fliegerfaust, man weiß es ja nicht. Okay, das ist noch eine im Haus. Ist wieder zu viel, welche Überraschung. So, Motorschützen. Zum Schützenrudel aufgehen, auf meine Höhe. Versorgung kann eingeleitet werden. Marschformation. Pioniere. Panzer. Genau, wir stehen hier nicht mal auf der Straße und feuern. Geht mal reparieren. Ich glaube, die Schilker können wir sowas auch mitballern. Let's go. Fliegerfaust haben keine große Reichweite, dann kann ich von da ein bisschen mitballern. Flammenwerfer, ja, ja. Ich hab da einen Panzer, wie eine Klimaanlage. Na hier. Oh nein. Muss man die ganzen Dinger da ausschalten. Genau. Da braucht man halt einen Panzer für. Let's go. Jetzt kommt natürlich wieder die Artillerie, ne? Ich hab mir schon gelangweilt und wäre das ganz Killspiel. Okay, weg da. Wie ist dann von der Artillerie? Ja, keine Ahnung, wie ich das spielen soll. Ja, Panzergrenadier. Lass mal gucken, dass du den abknallst. Aber ich habe den Sektor ja zur Hälfte. Also, das ist ja nicht mehr will man ja gar nicht haben, ne? Wenn ihr da vorne noch vorrückt, da ist irgendwo ein Komment, dann kriegen wir vielleicht auch wieder ganz. Also, mehr sehe ich da nicht als Option. Ich kann nur kämpfen. Flammenwerfer, da gibt es eine Tote. Ist hier den? Panzer. Nur Panik ein bisschen. Da kommen die ganzen Flammenwerfer. Aber ich habe jetzt hier diese MGs drauf ausgerichtet. 2A3. Ne, warte. Tot. Jungs, das ist doch nicht normal. Ah, der Jäger ist zumindest neutralisiert, der Sektor, aber wir haben trotzdem 7 Minuten verloren. Also ich habe das Gefühl, aus der Runde wird nichts mehr. Ich sehe das nicht in den Karten. So, Panzer ist tot, oder? Ne, Licht verloren. Naja, erstmal da rausfahren. Das ist, glaube ich, zu stark, was da jetzt ist.
Das sieht, aber ich habe auch kein Mikro mehr, das auszumachen. Wo brauchen Sie uns? 900 Punkte. Ja, ich könnte noch mal eine Panzerarmee reinbringen, mich noch eine halbe Sekunde draufsetzen, aber das macht ja keinen Unterschied, ne? Wie ist denn die Offensive da vorne? Misslungen. Der ging fast durch. Rechts eigentlich auch nichts. Okay. 17 Minuten soll das noch gehen. Jesus. Ah, in 3 Minuten haben die Gegner gewonnen. Dann ist es Gott sei Dank vorbei. Dann lass doch mal die Flugzeuge hier machen, oder? Ah, die dicken Napalmbomber. Ein bisschen Rocket. Dann lass mal die Rocket-Dinger vorfliegen. Und dann werfen wir eine Napalmbombe ab. Go, go, Freunde. Moment, kriege ich wahrscheinlich nicht mehr da reingefahren, ne? So schnell. Ich hab Geld dafür. Einfach rein da, dann kriegen die Gegner auch ein paar Punkte. Napalmbombe. Das war jetzt nur ein richtig teurer Napalmbomber. Mal gucken, wie groß das aussieht. Das ist ja albern klein. Dafür kostet der ja ein Vermögen für diesen Mini-Napalmteppich. Einfach mal die wecken. Für den Napalmteppich fast 300 Punkte ausgeben. Was ist das denn für ein blödsinniger Flieger gewesen? Also ich hätte mindestens erwartet, dass er viermal so groß ist bei dem Preis. Also da habe ich irgendwas verpasst, aber das war natürlich astronomisch scheiße. Vielleicht musste er zweimal anfliegen und dann beim zweiten Durchgang nochmal eine Ladung abwerfen, aber dann ist er ja richtig scheiße. Also so funktioniert das natürlich nicht. So, kommt Menz unterwegs wieder für die Kante, dann kommt wieder die Artillerie. Vielleicht kann ich es auch eine Minute verzögern, damit alle ihr Leben hassen. Aber das ist, glaube ich, jetzt gelaufen. War das Deck gut? Also ich habe das Gefühl dafür, dass es ein Panzerdeck ist, dass nicht ein Panzer drin ist, den ich hätte brauchen können. Ja, also das ist ja kein einziger Super Heavy zum Beispiel bei gewesen. Also es war für ein Panzerdeck gravierend beschissen, das Ding. Aber vielleicht spielt auch keiner DDR-Panzerdecks deshalb, ich weiß es nicht. Infanterieauswahl war schon ein bisschen besser. Da hatte ich ein bisschen, ne, konnte man Flammenwerfer machen, konnte man Schützen machen, konnte man Konkurs machen, auch mein Command, ne. Also da war ein bisschen mehr Auswahl. Flugabwehr war wieder ein Traum, nur daneben geschossen das Ding eben. Wir haben den Sektor erobert. Jürgen ein. Hä? Hier rechts den? Das heißt, es geht in die Verlängerung, okay. Ja, mein Command ist ja schon unterwegs. Ich mache ja, weil ich kann. Vielleicht gewinnen wir sogar noch. Also wir haben rechts wohl erobert. Ich meine, irgendwann musste das ja auch mal wirken, dass da ein bisschen viel bei uns war. Links, da sehe ich noch nicht in den Karten, dass das was wird. Aber wenn ich in der Mitte den Command gleich draufsetze, da ist er. Dann geht's halt weiter. Geh gleich wieder los. Ja. Also wir ticken jetzt plus 2 und zack. Jetzt ticken wir plus 4, oder? Müssen wir jetzt im Moment hochticken. Nochmal da an die Front. Wir schießen mit der Adler jetzt sehr unten jetzt rein, aber danach müssen wir den suchen. Und wenn ich da oben stehe, das erwartet keiner. Ist ein bisschen riskant, was ich da treibe, aber die Adlerie geht da unten jetzt herein, ne? Auch ein Command, genau. Wir haben sogar zwei Commands. Aber warum? Jetzt haben wir keine plus 4, hast du den Command verloren? Müssten die nicht 2 Punkte jetzt verloren haben wegen der Mitte? Was übersehe ich denn jetzt? Hm. Hat noch einen Flieger für links. Einfach reindonnern. Fangjäger. Schneckentempo. Kann man nicht mehr fliegen. Oh, der dreht nochmal. Der dreht nochmal bei. Dann geht das jetzt. Komm. Du fliegst jetzt so und ich flieg so. Nee, der leider. Da. Nein. Dreht. Der stirbt jetzt an der Luftabwehr im Boden. Aber vielleicht kriegt ihn noch mit in den Tod gerissen. Nein, natürlich nicht. Die Luftwaffe der DDR. Oh, das war nicht so gut. Komm gleich wieder. Wir haben eh 2 da drin. Fertig machen zum Sprung, wir greifen gleich an. Da nochmal einen Recon beipacken.
In 12 Minuten haben wir gewonnen, Spiel geht 13. Wird ein klarer Sieg, würde ich sagen. Klarer Sieg. Also sie müssen ja das nur mit links, rechts nochmal Sektor schaffen, um das zu beschleunigen. Das Problem ist halt, ich sehe es halt nicht in den Karten, dass sie die Mitte halten, ehrlich gesagt. Weil die haben noch 2 A3 und so ein Zeug, die benutzen die halt nur nicht, ne? Also die haben ja eigentlich nichts da stehen, das wissen die nur nicht, weil die halt, ne, nicht angreifen. Aber eigentlich haben wir ja nichts da stehen. Hast du eine APG? Nee, du hast dafür ein Dings. Lass mal gucken, ob wir die jetzt, da kommen sie jetzt. Ob wir da brettern können. Rakete. Daneben. Ah, nimm das, dummer Pionier. Huch. Guter Schuss von der Seite. Ja, aber nochmal kriegt er so mal nicht. Ups, sind leer. Nachschub war ja schon unterwegs. Wir haben das Moment links erwischt. Meins lebt noch hier rechts. Das ist wieder zu viel. Rakete ungepaart. Aber ich habe ihn getötet. Er ist weg und jetzt komme ich mit dem Raketenwerfer. Wenn er nochmal auftaucht, dann fliegt's. Rakete? Easy, sagst du. Easy! Hat er recht gehabt. Den Fernspäher, den will ich tot sehen. Ich stelle mich mal neben das Haus. Dann beschütze mich vor dem Grenadier, aber auch vor dem Raketenspam, den ich hier erwarte. Wo hat er wohl seinen Command stehen? Nochmal jetzt einen Sekunden Command snipen versuchen. Ansonsten nochmal einen Hubschrauber. Mit ein bisschen Glück geht das ja. Da links. Ja, ich habe ja nichts, um den zu töten. nichts dafür. Ich muss jetzt die Ecke hier verteidigen. Wenn ich die Ecke halte, dann haben wir gewonnen. Da hängt alles von ab von euch, Jungs. Sehr schön, Aufklärer. Dann lass mal einen Gegner aufdecken. Du bist ja schon ein Aufklärer, ne? Dann kannst du mit da oben hin. Frag mich, was das Kettchen da bedeutet. Irgendwie verlinken wahrscheinlich die Einheiten. Stehen bleiben. Alarm, Alarm. Ich frage mich halt, was der da bekämpft da links, Mann. Die wissen doch, dass mein Command hier ist. Sonst, also sieht man doch am Sektor. Zumal der Command eben auch den Grenadier bekämpft hatte. Also die wissen, dass ich da stehe. Der einzige, der verlieren ist, weil die den Command da nicht wegsnipen wollen. Wir haben sogar einen zweiten Command hier, wie ich gerade sehe. Also das ist so typisch 10 gegen 10, ne? So, jetzt alles sichtbar. Kannst du den Milan abknallen? Ich weiß es gar nicht. Wo willst du hin? Wo willst du hin, du feige Ratte? Jetzt geht der einfach wieder weg. Ich bräuchte mal einen Mortar für sowas. Für die Schützen. Da rechts kommt ein Hubschrauber. Muss man den G auspacken. Das ist noch mein Command. Das ist ein Scout-Hubschrauber, der hat ihn jetzt gesichtet. Wäre ein guter Augenblick, um einen Schritt beiseite zu gehen. Genau, die Kupp hat gewartet, bis er da ist. Lass mal gucken, ob wir da durchlaufen können. Kannst du mal gucken, ob er ins Haus kommt, wenn jemand schießt. Dann können die hoffentlich zurückballern. Auch mal ein bisschen Aggro hier gehen. Ja, die schießen jetzt auf die Commands. Mein Infanterist ist leider gestorben bei der Aktion und sein Command auch. Aber die haben seinen aber auch getötet. Ob das meine Artillerie eben war? Nee. Ja, wir haben keinen Command. Ich habe ja keinen mehr entdeckt, glaube ich. Ich war ein Panzer-Command.
Jetzt wird das ein Unentschieden. Jesus. Da kommen die ganzen Raketen. Gehen wir da in das Haus rein. Da steht Wasser. Ich will eigentlich da durchlaufen. Gucken, ob ich einen Comment finde. Das wäre meine Hoffnung. Ansonsten mal mit der Adler immer wieder da reinschießen. Also hier vorne scheint es auf jeden Fall nicht zu stehen. Da ist ein Gefahr, das ist nah an diesem Boot. Da ist dann auch kein mitgeholfen. Jetzt kommt die Reparatur endlich. Da ist das Kommando. Ging das mal für das ganze Team. Ich habe ja keinen Bomber mehr. Ich habe die Adri schon drauf ausgerichtet. Also das wäre das Kommando. Das müssen wir töten. Die Adri schießt auf jeden Fall schon. Ich weiß nicht, was die Reichweite von der APG da ist. Wir dort, Feind dort. Auftretenden Feind selbstständig bekämpfen. Also vielleicht schafft ja meine Adri das jetzt, man weiß es ja nicht. Linke Dreck gestunt. Ich hab's gepinkt, ne? Man kann nur hoffen, dass das Team das realisiert. Ping ist... TV heißt das, glaube ich, im Spiel, ne? Er läuft jetzt nach links weg, der Leader mit drei Mann. Plus 6. Wow, was da gerade eben passiert. Die Mitspieler haben mal einen Sektor erobert. Jawohl, ja. Den haben wir neutralisiert und rechts den haben wir erobert. Wir haben gewonnen. Ich brauche mir gar keine Mühe hier geben. Ich bin anscheinend völlig sinnbefreit in dem Spiel. Und in? Oder andere getötet. Ich will ihn aber noch töten, den Kommandant, wenn es irgend geht. Ja, also in der Minute haben wir gewonnen. Da ist der Leader. Zwei Mann hat er. Ist mein Kommandant gleich da? Da ist er. Also jetzt schießen die auf mich. Tötet den Command! Schmeißen die Waffe hinterher zur Not. Okay, also mein Command ist auch hier im Moment drin. Dann machen wir jetzt hier richtig zack zack. Und seins ist gleich aus dem Sektor raus. Routed raus, genau. Vielleicht kriegst du sogar den ganzen Sektor jetzt, ne? Wenn das das letzte Command war. Mal gucken, wie sich das ausbreitet. Plus 8, okay. Hey, was für eine Arbeit das war. Naja, aber so mit Standard-Decks sollte man vielleicht nicht mehr spielen. Na, ist da noch ein Comment? Ist da noch ein Comment? Sieht nicht so aus, ne? 1000 Punkte über. Ja, sehr egal, ist ja vorbei. Also ich habe mir meine DDR-Mark redlich verdient, finde ich. Nicht schlecht für Level 2, hoffe ich. Okay, was haben wir denn hier? Ergebnisse wahrscheinlich alle so lala. Wo ist denn unser Team gewesen? Da, okay. Ah, da wurde richtig gemassakert. Ja, also das kann man eigentlich völlig vergessen mit dem, also das geht ja gar nicht. Aber die Scheißflugzeuge sind gar nicht mal so schlecht gewesen. Flammenwerfer war ganz gut am Anfang. Hubschrauber hat ein bisschen was abgeballert. Die Adler hat tatsächlich gute Ergebnisse. Also ich weiß noch die Zeit, wo ich gespielt habe früher. Da hat die Adria eigentlich gar nichts in dem Spiel gemacht. Aber das sieht aus, ob die, ne, hat ja Panzer getötet sogar, ja. Also sie hat ja richtig Kills auf ihrer Liste. Das scheint sich gelohnt zu haben. Nicht für beide, die hat zum Beispiel gar nichts gemacht. Die T-35, das war der Panzerpush, der hat den Gegner überfahren. Ja, aber mit dem Deck würde ich normal nicht in den Krieg ziehen wollen. Fliegerfaust. Gut, das war auf jeden Fall mal wieder ein Live-Spiel. Ich dachte, ich mache mal zur Abwechslung und damit verabschiede ich mich dann auch. Ciao, ciao.